Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier im Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und wir sind hier gerade wieder bei unserer süßen Elaine. Und wir haben heute nochmal einen freien Tag und ich glaube morgen auch. Und Dienstag ist dann wieder unsere letzten Tage hier. Und wir müssen jetzt mal gucken, was wir machen. Weil eigentlich haben wir gerade nicht so viel zu tun, ehrlich gesagt. Also klar, wir könnten halt uns mal wieder mit Olivier treffen. It's been a while. Und ja, also mit Mizuki treffen wir uns ja relativ häufig. Und Olivier ist eigentlich unser bester Freund. Deswegen sollten wir uns da vielleicht auch mal wieder drum kümmern. Weil das ist natürlich auch eine wichtige Beziehung für uns. Ein wichtiger Mensch im Leben. Und deswegen, ja. Heute kommt übrigens an die Uni. Denn ihr habt abgestimmt im letzten Baby-Challenge-Part, dass ihr Mittwoch meinen CC-Hall sehen wollt. Und das kriegen wir natürlich sehr, sehr gut hin. Das machen wir auf alle Fälle. Da freue ich mich auch schon total drauf. Und ja, also ich möchte euch nämlich so gerne euch all dieses Zeug zeigen, was ich runtergeladen habe. Ich war halt erst CC-Shoppen und dann ist mir eingefallen, ich wollte ja eigentlich mal wieder ein CC-Shopping-Video machen. Was aber nicht so gut funktioniert hat, weil ich dann schon dabei war. Und das ist halt ein bisschen doof dann. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache dann wenigstens einen Haul draus und zeige euch, wo ich das Zeug dann auch her habe und so. Und ja, so, wir schicken ihm eine energiegeladene SMS und dann fragen wir ihn, also dann schreibt er einem ja zurück und dann fragt er ja, ob man, also was man unternehmen will und so. Deswegen ist das vielleicht sinnvoller für uns. So, vielleicht werden wir ja auch irgendwann eingeladen auf so eine Party über Slice of Life. Das haben wir in der Baby-Challenge auch schon. Nur hoffe ich, dass das dann hier besser funktionieren wird. Weil da sind ja einfach alle Leute gegangen. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt schnell eine Antwort kriegen. Ich muss mich auch auspowern. Ab ins Fitnessstudio. Na gut, das ist vielleicht ganz gut, weil wir haben ja ein bisschen zugenommen mit Elaine. Und ja, das muss jetzt schon sein, ne? Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Mod gibt, dass man eine Abschlussfeier feiern kann. Weil eigentlich wäre das schon ganz cool, oder? Weil, naja, es gibt es ja nicht offiziell im Spiel, aber ich glaube schon, dass das schon ganz nett wäre, wenn ich ehrlich bin. So, hi, what up in the club? So, wir sagen erstmal Hallo, hier einmal umarmen und dann könnt ihr ja, kannst du gehen? Just go away. So, damit wir hier zusammen sein können. Hallo, warum sind wir nicht in... Ich möchte in eine Gruppe gehen mit ihm. Weil ich hasse das, wenn die nicht in der Gruppe sind. Weil dann sollen die zusammen da halt sein. Aktion zur Runde hinzufügen. Und dann zusammen energiegeladenes Training. Yay. Ja, weil, also sie hat zumindest ein bisschen zugelegt und keine Ahnung. Es schadet ja nicht mal auch ein bisschen Sport zu machen, ne? Also es hat ja hier keinen negativen Effekt. Ist das von Sims selber? Ja, ne? Weil, also dieser Bereich hier vorne hat mich verwirrt, weil irgendwie sieht es nicht so aus. Also es ist nicht so typisch, was EA sonst so baut, weil das ist ja meistens nicht so toll. Und das geht eigentlich, das Gebäude hier. Würde ich jetzt behaupten. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt von EA selber ist. Ich würde mal... Warte, wie heißt das denn hier? Wenn das einen deutschen Namen hat, das ist wahrscheinlich von EA selber. Verbrennen und pumpen. Ja, dann wird es wahrscheinlich von EA sein. Krass. Dann sehen wir sie auch mal in ihrer Sportkleidung, die ja auch absolut cute ist eigentlich, ne? I love it. So, dann mach mal. Viel Spaß euch. Nebenbei Fernseher gucken. Läuft auf jeden Fall. Also eigentlich, also wie gesagt, also das, mir gefällt das hier ganz gut eigentlich. Haben die auf jeden Fall mal was geleistet, so, weil viele Häuser und so, Gebäude und Einrichtungen sind ja nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Was ja auch kein Geheimnis ist, finden ja viele. Deswegen ist das halt, denke ich, okay. Manche Sachen sind so richtig gut eigentlich, manche sind so, why? Gibt's hier, nee. Die sind alle Unisex, ne? Weil sie müsste jetzt gleich auch mal irgendwie pinkeln. So, dann... Also keine Ahnung, es muss jetzt nicht dringend sein, aber kann sie machen. Oh nein!
Sie hat Akne. Da sehe ich sie, ehrlich gesagt. Oh. Ehrlich gesagt nicht. Deswegen, ja. Ich denke, dass das für sie jetzt auch erstmal reicht und dass sie dann nach Hause gehen kann. Und dann kann sie halt ihre Akne-Creme drauf machen. Als ob sie das verraten. Oh mein Gott, ich hasse das. Aber der Helm passt voll gut zu ihr. Oh Mann. Ach ja. Es ist so krass einfach. Also übrigens, das wollte ich auch nochmal hier sagen. Das ist jetzt ja mehr Story-based, dieses Let's Play. Wenn das hier endet, wird erstmal kein weiteres Story-Let's Play kommen, weil es zu viel Zeit für mich in Anspruch nimmt, als dass ich mir das gerade jetzt so krass leisten könnte, weil wenn, würde ich ein weiteres Story-Let's Play so machen, dass wir... Wie heißt denn das? Elementarpatient. Also ich würde gern das Story-based Let's Play mehr schneiden, also mehr wie die 100 Baby Challenge, und dafür bleibt mir schlicht und ergreifend die Zeit. Deswegen, ja. Wenn sich das irgendwann ergibt, dann werde ich das bestimmt machen. Aber ja. Wir müssen dann mal gucken. Erstmal wird es auf jeden Fall nicht kommen, da werde ich dann wahrscheinlich eher mal eine Challenge oder so reinhauen. Oder keine Ahnung. Wir müssen mal gucken allgemein. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich zurzeit so bringen soll, weil irgendwie, also es gibt vieles, was mich irgendwie interessiert und irgendwie auch gar nicht und ich habe keine Ahnung. Sie könnte ja mal lernen, oder? Hier. Lernen? Oh. Ja. Können wir die Fragen, Informationen über Professoren per E-Mail über Fortschritt informieren? Aber konnte man die nicht irgendwo fragen, wie man gerade steht? Das verwirrt mich gerade. Verabredung bitten? Nein. Über Fortschritt informieren. Ausscheiden. Studium abbrechen. Ich mache einfach das hier. Ich habe keine Ahnung. Aber, hä, konnte man das nicht machen? Dass man dann hier so ein Pop-up hatte und dann gesagt wurde, jo, hier, so sieht das aus. Also du stehst so auf der oder der Note. Das verwirrt mich ein bisschen. Hier, du möchtest wissen, wie du bisher im Kurs Märkte und Marketing abschneidest. Du bist eine herausragende Studentin mit einer der besten Noten in meinem Kurs. Ich wünschte, mehr meiner Studenten würden sich so engagiert auf den Lernstoff stürzen wie du. Und in dem anderen Fach ist es genau dasselbe. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr. Gut, dann kann sie jetzt erstmal ein bisschen hier machen, was sie will. Weil, naja, ist jetzt ja erstmal nicht so wichtig, ne? Also wir haben halt auch einfach nichts zu tun. Ich kann nicht genug von dir bekommen, Elaine. Ich hoffe, du weißt das. Oh, Mizuki. Du bist so ein Süßi. I love you. Aber, ne, ich meine nur, also weil wir haben halt jetzt nicht so viel zu tun. Ist jetzt gerade auch mittags so, ist es sonntags. Streichetag habe ich jetzt auch keinen Bock, mich drum zu kümmern, ehrlich gesagt, weil, naja, es ist Streichetag. Oh, ist jetzt nicht so das Beste vom Leben. Deswegen akzeptiere ich das. Gastvorlesung teilnehmen. Wir müssen 3 Stück machen, also das werden wir eh nicht schaffen in unserem Leben. Weil ich meine, wir haben ja nur schon 1 Semester. Nachdem hier, oh, das ist einfach so heftig. Ah, wir sind bald durch. Wir können ja einfach eine Hausparty schmeißen oder sowas. Oder halt eine Party auswärts, wo wir halt einfach ein paar Studenten und so einladen. Das wäre doch was, oder? Apropos, wir können ja einfach mal ein paar Studenten allgemein kennenlernen, die wir dann einladen können. Und dafür gehen wir nach Brightchester. Weil da habe ich ja die meisten Leute umgestylt. Deswegen gehen wir einfach mal gucken. Los geht's. Ja. Die ewigen Ladebildschirme, wo man Spiel öfter auch mal Bock hat abzustürzen. Beziehungsweise es kommt immer richtig oft einfach keine Rückmeldung. Aber meistens habe ich dann Glück, dass es dann halt nur keine Rückmeldung ist, aber dass sich dann wieder fängt. Aber es ist auch schon abgestürzt, deswegen habe ich immer richtig dolle Angst davor, weil ich hasse es, wenn das Spiel abstürzt, weil das ist kein guter Moment im Leben. Punkt. Hallo! Hier zum Beispiel, das Gebäude finde ich auch gar nicht mal so schlecht.
Also es ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber es gefällt mir schon. Hi. Hier. Die ist auf. Nee, nicht kokett. Die Überlegenheit der Uni verhöhnen. Nein, wir stellen uns freundlich vor. Ach, sie nimmt die Akne, ne? Sie fühlt sich auch richtig unwohl, deswegen. Uff. Ach ja. Passiert auf jeden Fall, ne? So. Warum dauert das so lange? Oh mein Gott. Also, warum fährt sie weg und dann fährt sie wieder zurück? Was ist ihr Problem? Spiel? Ist es okay für dich? So, einmal vom Fahrrad absteigen hier. Woohoo. Hallo. What up in the club? Möchte mich mit dir ein bisschen anfreunden. Nur so ein bisschen. Nein, ich will mit ihr reden. Ah! Nein, hör auf mit der zu reden. Die will ich nicht. Weil die müsste ich erst noch umstylen. Ey! Warum redet sie nicht mit dir? Hier, freundlich vorstellen. Do it. Oh mein Gott, sie auch, bitte. Die haben wir ja auch umgestylt. So, wir sagen zumindest mal Hi. Also ich meine, also das Outfit-Choice hier, also hier rot und dann da lila, das geht gar nicht, ey. Aber ich finde dieses Tattoo richtig süß. So, Polizistenwitz und dann, ja. Und hier dann eine unglaubliche Geschichte und absurdes Gerücht verbreiten, weil wir sind auf dem Unicampus, da muss man, da passiert bestimmt sowas. Dann über Interessen reden, unglaubliche Geschichte erzählen, nach kleinem Kreditwagen, nee, wir sind einfach mal lustig, so. Dann macht mal. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich ein Tattoo stechen lassen würde. Aber mal gucken, ob wir das dann quasi später machen, weil das kostet ja, in echt würde es Geld kosten, nicht wahr? Also, dass man halt quasi so tut, dass sie halt dann, wenn sie arbeiten ist, ja, I don't know, dass sie dann halt quasi anfängt, dass sie dann halt ein Tattoo sich machen lässt. Also, so, wenn dann auch nur so ein kleines. Also, ich sehe nicht, dass sie jetzt so was Großes essen würde. Wir könnten ja jetzt auch unterwegs, also hier auf dem Campus, was essen. Weil das kostet kein Geld. Und wir könnten eventuell noch mehr Leute kennenlernen. Das wäre sehr, sehr sweet. Deswegen kümmere ich mich einfach darum. Easy. So, ich meine, wir haben ja eigentlich erstmal genug Geld so zum Existieren. Aber trotzdem. Ist halt immer so eine Sache. Hi. Ich hoffe, dass es dann gleich Essen gibt. Dass hier dann gleich jemand hinkommt. Und dass hier allgemein Leute hinkommen. Unibedarf. Ich weiß nicht mehr, was Unibedarf war. Ach, das sind die Sweatshirts? Kleidung. Uniobjekte, Uni-Infos. I don't know. Wir lassen es mal. Oh mein Gott. Nee. Was ist. War. Same, Brudi. Absolut same. Das fühle ich zu 100%. Oh Mann, ey. Warum? Was ist das für eine Interaktion? Selbstvertrauen stärken. Why? Bitte, bitte bestell dir. Oh, warum kotzt sie? Ach, war sie Dings. So hat sich einfach einen Apfelkuchen. Lecker. Oh mein Gott. Ich hab. Oh mein das ist bescheuert. Das ist so bescheuert. Wenn man Posen runterlädt einfach. Aber es passiert immer so was, was man einfach richtig gut als Thumbnail nehmen kann, ne? I love it. Kennst du das, wenn du dein Selbstvertrauen stärken willst und dann. Oh. Warum wurde sie beleidigt?
Du musst wirklich irgendwo für dir selbst damit so versuchen, andere Wunder zu machen. Das ist mir so jetzt. Du wirst eher berühmter, kein Wunder, dass sie viele kennenlernen möchten. Bruder. Oh. Aber das finde ich. Es ist ja neu mit dem Bodyshaming und das finde ich auch richtig gut. So. Aber. Wow. Ja, I mean. Also, sieht doch voll normal aus. Was ist denn das Problem, ey? Mann, ich will hier Leute haben, die ich mal umgestylt habe, aber die habe ich. Diese alle weg. Die existieren nicht mehr. Oh mein Gott, der sah gerade erst aus wie jemand aus meinem privaten Spielstand. Und ich dachte gerade, als ob das hier das reingebracht hat, aber hat es nicht. Das wäre so cool gewesen. To be honest. Aber wow. Oh, den haben wir. Den kennen wir, glaube ich, sogar, ne? Hector. Wir können ja mal kurz mit dem reden, wenn wir schon hier sind. So. Ich habe eine Eintrittskarte. Ja, okay. Können wir auch machen. Ja. Genau. Was hat sie vor? Besucht Opa. Okay. So, ab nach Hause. Also erstmal in die Oper quasi, aber wir gehen ja nach Hause dann. Das ist ja dann immer so. Ich hoffe, dass es ihr gefällt. Und ich muss hoffen, dass sie. Also ich würde mir halt wünschen, das ist heißt ja nicht. Es ist sogar nur relativ selten so, dass man dann ein Moodlet bekommt. Ich denke mir so, wenn man schon zu so einer Oper oder so geht, warum kriegt man kein Moodlet dafür? Weil ich meine, es ist doch eigentlich realistisch, oder? Weil entweder fandest du es gut oder halt nicht so gut. Oder halt mittelmäßig oder so. Und dann, keine Ahnung. Ach so, zur Oper trägt sie das. Ach, erstmal aufs Fahrrad steigen. Warum ist Katrina Cheek? Calienta, aber okay, Cheek. Was ist denn ihr Problem, ey? Katrina Cheek. Der Opernbesuch war einfach fantastisch. So, haben wir jetzt dafür Moodlight bekommen? Wahrscheinlich nicht. Nö, und das finde ich so doof. Ach, oh Mann. Dann geh einfach Haya machen. Aber sie sieht so hübsch aus, einfach, ne? Oh mein Gott. Aber für den Abschluss muss ich nochmal was anderes anziehen, weil. Also muss ich halt ihr ein krasses dann Outfit machen, weil. Sie will ja. Also, sie will ja besonders schön aussehen, so. Und so, wie sie noch keiner gesehen hat. Und. Ja. Aber zumindest sehe ich sie da. Das möchte ich. So. Und dann. Warte ich erstmal ab, bis sie von selbst aufsteht, weil ich lasse sie nicht um 5 Uhr selber aufstehen. Weil 5 Uhr ist ein bisschen früh, würde ich behaupten. 6 Uhr ist schon passender. Oh mein Gott. Ist sie krank? Sie hat eine Grippe. Why? Ich will keine Leute anstecken. Slice of Life. Behandlung. Symptommedizin. Ja, ich weiß, dass sie dann benommen sind, aber naja, es finde ich besser. Ja. Ich hatte nämlich gar keinen Bock aufs Krankenhaus oder so. Ich finde es gut, dass das so funktioniert. Weil ich meine, hat man halt zwar diese Moodlets hier, dass man diese Tabletten genommen hat, aber so diese miserabel, also die einen miserabel fühlen lassen, die sind dann direkt halt weg so. Und das ist halt, das ist schon gut. Also, ja. Also, die Mod ist auf jeden Fall richtig geil. Und ich werde die auch erstmal nicht aus meinem Spiel lassen. Ja, solange die halt vernünftig immer geupdatet wird, wenn halt ein neues Update da ist und das dann bricht. Weil sonst kann man halt nicht spielen. So, und wenn man. Also einmal habe ich das hier rausgenommen und dann ist das ja kommt. Also dann ist mein Spielstand ja leider kaputt gegangen. So, und deswegen habe ich ein bisschen Angst davor, dass das passiert. Aber ja. Ja, weil ich hatte ja dann. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt eine Legacy da. Und ja, diese Legacy. Die war schon in der 4. Generation oder so und dann war auf einmal das alles RIP. Und das war schon richtig sad im Leben. Also, ja, das ist schon schwer. schwer. Oh mein Gott, Post. Die werden dich aber noch schnell Miete bezahlen. So. Dann würde ich das nicht vergesse. Bin im nächsten Part, weil wir werden jetzt schon langsam wieder die Folge beenden, denn wir sind schon wieder am Ende angelangt. Und ja, ich
würde behaupten, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!